So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Horden-Video, beziehungsweise zum Start einer Reihe auf Horde-Seite. Wie ich ja schon mehrfach gesagt habe, für alle, die das Ganze hier ein bisschen schon verfolgt haben, also erstmal als Info: Alle alten Videos habe ich erstmal ziemlich auf privat, glaube ich, alle gestellt. Daran, dass ich ein bisschen neu sortieren muss und das Ganze ein bisschen unübersichtlich geworden ist. Ich habe vor jetzt, weil ich seit WoTLK ja nicht gezockt hatte und dann meine Zugangsdaten vergessen habe, aber komplett, habe ich mir einen neuen Account gemacht gehabt für Classic und habe jetzt bei WoW mir einen Dämoniker gemacht und bin quasi gerade aus dem Anfangsgebiet raus, was wir ja so standardmäßig haben, und habe mir gedacht, ja, okay, ich habe quasi keine Erfolge mit keinem Account, also mit keinem Charakter irgendwie Ruf oder sonst irgendwas. Von daher werde ich mich jetzt ransetzen und erstmal den ganzen Ruf hochballern. Natürlich am Anfang erstmal bei den ganz normalen Horde-Seiten und also soweit es geht halt bei den jeweiligen im Classic-Bereich, sage ich jetzt mal, so in den Gebieten 1 bis 60. Ich werde auch alle Gebiete 1 bis 60 durchquesten. Das sind zum Beispiel jetzt hier Durota. Und dann nördliches Brachland und so weiter und so fort. Also hier zum Beispiel Kalimdor kommt durch, was 1 bis 60 ist. Alles zum Beispiel, na, da den Hyjal zum Beispiel werde ich auslassen. Und dann später, wenn ich in quasi der Expansion bin, die dann in dem Levelbereich ist, werde ich das natürlich dann durchquesten. Ursprünglich hatte ich erst überlegt, ob ich mit Burning Crusade anfange, aber ich lasse es. Wenn ich dann bei Kalimdor fertig bin, gehe ich natürlich in die östlichen Königreiche, level mich da durch. Dann ja Burning Crusade, Nordend, dann war's ja Hyjal und so, ne? Mit Tol Barad, soweit ich mich erinnern kann. Und ein Malstrom. Ja, dann zum Ende hin Pandaria, Pferdeninseln, Kul'Tiras, ganz normal. Das Ganze wird natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und deswegen werde ich auch jeden Tag jetzt, also das heißt jeden Tag unter der Woche, von circa 7:15 Uhr bis 12 Uhr das Ganze immer streamen, gleichzeitig aufnehmen und dann, wenn ich Zeit habe, natürlich dementsprechend auf YouTube hochladen. Warum hackt das schon wieder so? Ich habe es vorhin erst hinbekommen, dass es aufgehört hat zu hacken. Dazu muss ich noch sagen, ich war vorhin 4 Stunden dran gesessen, war froh, dass ich es hinbekommen habe, dass es nicht mehr rumleckt. Und jetzt leckt es schon wieder. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, ne? Das Teil der Prüfung werde ich erstmal quasi offline durchquesten, ohne aufzunehmen und alles, einfach nur, jeder kennt. Es interessiert quasi keinen mehr. Das Ganze ist halt auch, es gibt ja auch die Hydraxianer und alles, die quasi Schlachtzugs-Ruffraktionen, die werden dann natürlich auch mit durchgezogen. Wenn ich es halt nicht schaffe, alles in einem Stück zu schaffen und den kompletten Run, also die Schlachtzugs-Ruffraktion fertig zu bekommen, bis der Classic Expansion Teil auch fertig ist, werde ich dann natürlich das dann später noch nebenbei mit nachholen. Ja, Server ist Blackhand. Also Blackhand, Schwarzhand, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Ja, deutscher Server.
Ich habe mir gedacht, wenn, dann suche ich mal einen Server aus, wo viele Leute drauf sind, weil für mich macht es keinen Sinn, auf einem Server zu spielen, wo ich rumlaufe und selbst in den Endgame-Gebieten keine Leute finde. Der Dämoniker hier hat als Berufe, weil ich mir dann natürlich die ganzen die ganzen Bonus-Völker schon mal angeschaut habe. Ich mir dachte, ja, okay, dem gibt es die hier Berufe, die wo keiner wirklich gerade zur Zeit Rassenboni drauf hat. Und zwar Lederverarbeitung und Kirschnerei. Ja, muss ich natürlich alles erstmal von null an hochleveln. Das werde ich natürlich auch nebenbei machen. Aber das war es dann erstmal für das kleine Mini-Info-Video. In der Beschreibung ist auch der Twitch-Kanal verlinkt. Da könnt ihr jederzeit dann followen, wenn ihr live dabei sein wollt, beziehungsweise wenn ihr überhaupt um die Uhrzeit in der Zeit habt. Und ansonsten kann es halt auch muss sein, dass ich 5 Videos an einem Tag raushaue. Ich versuche immer, alles so schnell möglich hochzuladen. Ja, wie schon gesagt, es fängt immer so 7:15 Uhr bis ungefähr 12 Uhr an. Das heißt, es geht bis 12 Uhr. Es kann natürlich auch sein, dass ich länger zocke. Und deswegen von 7:15 Uhr, weil ich dann natürlich erstmal aufstehe, mir was zu essen mache und erstmal in die Gänge kommen muss. Ansonsten, falls halt jemand Bock hat, beziehungsweise falls jemand nebenbei gezogen werden will, obwohl es eigentlich auf den Retail-Servern nicht nötig ist mittlerweile, weil man einfach mega einfach sich sehr einfach hochlevelt. Aber falls trotzdem jemand Bock hat, zum Beispiel, er ist gerade Level 60, kommt in die Classic-Schlachtzüge rein, einfach anschreiben. Dann ziehe ich natürlich damit durch. Und ja, wie schon gesagt, merkt euch mal so die Zeiten. Ich werde sie unten in die Infobox mit reinschreiben. Und das erste Video, beziehungsweise der erste Stream, wird dann morgen kommen. Könnt ihr, wie schon gesagt, einschalten. Alles andere, was mit League of Legends und so zu tun hat, das ist quasi erstmal hinten angestellt, weil ich einfach keinen Bock darauf habe zurzeit. Und wieder im WoW-Fieber bin, was ziemlich gefährlich für mich ist. In diesem Sinne, sehen uns dann morgen.